G-Technik hat uns eiskalt erwischt, und zwar mit einem neuen Produkt bzw. einer neuen Version. Halo, die Folienversiegelung, die Folienbeschichtung, davon gibt es eine neue Version V2, und was da zu beachten ist bzw. was Neues erfährst du in diesem Video. Herzlich willkommen bei Chemical Shark, schön, dass du dabei bist. V2, die neue Version, die zweite Variante, die zweite Formulierung von Halo. Was ist dabei zu beachten? Ja, das erste ist, Halo ist ein One-Layer. Das heißt also, das, was man vorher mit Halo V1, der ersten Version, mit zwei Schichten erreicht hat, erreicht man jetzt mit einer Schicht und da sogar eine längere Standzeit. Das heißt also, längere Standzeit, obwohl ihr in dem Auftragen viel, viel weniger Material braucht und das Ganze auch mit einer Schicht machen könnt. Das Ganze für PPF und Wrappings, das heißt also für Folierungen, die auf einem Fahrzeug drauf sind, also eine Lackschutzfolie, PPF, Paint Protection Film, oder ein Wrapping, das heißt ein Color Change, eine Farbänderung oder farbliche Akzente und dergleichen, oder zum Beispiel auch für eine Mattfolierung. Dafür ist Halo geeignet, und das Ganze bringt dann auch wieder die bekannten Selbstreinigungseffekte. Es ist angelehnt an der neuen Formulierung von EXO V5, aber trotzdem eine praktisch neue Formulierung bzw. eine abgewandelte Formulierung speziell für Folien. Ihr arbeitet dann wieder in kompletten Bauteilen, das heißt, ihr bringt das Produkt auf, ein komplettes Bauteil auf, und dann wischt ihr es direkt wieder ab mit entsprechenden Tüchern, die ihr bei uns auch im Webshop findet. Direkt unter dem Produkt links findet ihr in der Beschreibung. So, jetzt ist es so, Halo hat auch einen wesentlich höheren Tropfenwinkel. Tropfenwinkel ist ein Indikator. Nicht jetzt direkt der Beweis dafür, aber ein Indikator für die Schmutzabweisung und natürlich auch ein Beispiel oder direkt Sichtbarkeit von der Wasserabweisung. Das heißt, ihr habt es beim Reinigen dann auch wieder wesentlich einfacher. Vergilbung wird verhindert, und was auch ganz wichtig ist, Halo V2 ist kompatibel zu Folien, die selber schon einen gewissen Schutz drauf haben. Viele Folienhersteller oder einige Folienhersteller gehen ja da zurzeit über, dass sie auch schon Wasserabperleffekt haben. Das Ganze könnt ihr mit Halo V2 nochmal deutlich steigern, hält dann auch länger. Man spricht hier ungefähr von einer Standzeit von 2 Jahren bei 20.000 Kilometer. Also das heißt, so ungefähr nach 1,5, 2 Jahren mit ab 30.000, 40.000 Kilometer wird das Produkt nachlassen, und dann könnt ihr das Ganze dann wieder auffrischen. Alles, was ihr sonst noch wissen wollt, findet ihr unten in der Beschreibung. Halo V2, jetzt ganz neu bei uns im Webshop. Und beeilt euch, wir haben jetzt einige auf Lager, aber es wird ein bisschen dauern, bis die zweite Charge reinkommt. So, dann, weil es gerade so gut thematisch passt, dann hat G-Technik auch ein bisschen was geändert, und zwar bei Crystal Serum Light, die Profi-Version von dem zweischichtigen Layer. Also gibt es ja Crystal Serum Light plus EXO, sollte man auch immer mit EXO verwenden. Da gibt es eine neue Packung. Ansonsten hat sich dort nichts geändert. Und weil es immer wieder Fragen gibt zu Halo bzw. zu G-Technik, was ist denn eigentlich drin in der Packung, will ich das Ganze nochmal auspacken. Das Erste, was man bekommt, sind Handschuhe und dann einen Applikator, mit dem ihr das Produkt verarbeiten könnt. Das Produkt direkt mit einem entsprechenden Träufler. Ganz wichtig, wir haben hier die entsprechenden Sicherheitsmerkmale für Deutschland, die der Gesetzgeber bzw. die entsprechenden Behörden verlangen, ergänzt. So, dann ist ein Aufkleber noch drin in der Verpackung für die Scheibe. Das heißt, ihr könnt euch dann das auch noch aufkleben, damit man das Ganze sieht, und eine entsprechende Bedienungsanleitung. Das ist gleich bei beiden Produkten, egal ob es Crystal Serum ist oder Halo. Das soll es gewesen sein. Viel Spaß mit den G-Technik-Produkten. Wenn ihr Fragen habt, guckt in die Beschreibung, beziehungsweise dort haben wir auch auf YouTube alle Anwendungsvideos veröffentlicht. Macht's gut, bis bald. Ciao, euer Stefan von Chemical Shark.